Warum hat Sirius Black eigentlich nie geheiratet oder sich nur verliebt? Das und mehr jetzt in diesem Video. In diesem Video werden wir über einen Fanliebling sprechen, und zwar Sirius Black. Wir werden seiner Vergangenheit auf den Grund gehen und herausfinden, warum Sirius Black sich nie verliebte, eine Beziehung zu jemandem führte oder heiratete. Ich meine, es gibt nicht eine Person, mit der er jemals in einer Beziehung war. Das ist schon irgendwie komisch, oder? Seine besten Freunde haben aber genau das geschafft, so wie James Potter, der Lily Evans heiratete, oder auch Remus Lupin, der Werwolf, der hat es sogar geschafft, Tonks zu heiraten. Sie hatten sogar ein gemeinsames Kind, genau wie die Potters. In diesem Video möchte ich herausfinden, warum es Sirius nicht geschafft hat, diesen Schritt zu gehen, beziehungsweise überhaupt eine Beziehung zu führen oder die Liebe zu finden. Ich habe ein gutes Stück Forschung zu diesem Thema betrieben und bin auf ein paar Gründe gestoßen, die meiner Meinung nach recht glaubwürdig sind und Sinn ergeben. Lasst uns dafür in Sirius Kindheit zurückkehren und uns seine Erziehung anschauen. Jetzt fragst du dich vielleicht, was seine Kindheit damit zu tun hat. Naja, Sirius hatte nicht die glücklichste Beziehung zu seinen Eltern und ist eher einsam aufgewachsen. Er hatte eine ziemlich schreckliche Erziehung. Seine Eltern waren hart und streng mit ihm. Seine Eltern versuchten ihm den Glauben der Familie Black einzuflößen. Und dieser ideologische Glaube ist, wie wir wissen, der Glaube des reinen Blutes. Ihm wurde beigebracht, sich von jedem fernzuhalten, der kein Reinblut ist und Nichtreinblüter zu verachten. Sirius jedoch lehnte diese Glaubenssätze ab und schottete sich langsam von seinen Eltern und seiner Familie ab. Es machte ihm Angst, dass er so enden würde wie seine Eltern, wenn er so weitermachte. Er betrachtete ihre Ehe als eine Zwangsehe und glaubte nicht an sie. Er hasste es wirklich, wie konstruiert ihre Beziehung zu sein schien. Ja, vielleicht liebten sie sich nach einiger Zeit wirklich, aber ihre Verbindung wäre niemals zustande gekommen, wenn sie nicht dazu gezwungen worden wären, zu heiraten. Ihn widerte das an, und das wollte er auf gar keinen Fall für sich selber, geschweige denn die Tradition der Reinblütigkeit seiner Familie fortzuführen. Und so beschloss er, sein Zuhause für immer zu verlassen. Sirius Black verließ sein Zuhause bereits im Alter von 15 Jahren und zog zu seinem besten Freund James Potter und dessen Eltern. Er konnte das Leben nicht mehr leben, das ihm aufgezwungen wurde. Er war nicht bereit dazu. Er wollte das nicht, und das ist eigentlich mein erster Grund, warum er sich nie mit jemandem traf, den er nicht wollte. Er wollte nicht, dass er wie ein Spiegelbild von seinen Eltern endete. Er wollte nicht so enden wie sie, und im Alter von 15 Jahren ist es auch ziemlich schwierig, das große Ganze zu überblicken. Sirius wusste nur, dass er so weit wie möglich von seiner Familie weg sein wollte. Alles, was er wollte, war, seine neu gewonnene Freiheit auszukosten, nachdem er so viele Jahre von seinen Eltern unterdrückt und beeinflusst wurde. Selbst als James hinter Lily her war, hatte Sirius kein Interesse an Doppeldates oder ähnlichem. Versteht mich nicht falsch, er bekam sehr viel Aufmerksamkeit von Mädchen, denn er war sehr gut aussehend und klug. Aber er hatte einfach kein Interesse an einer Beziehung zu diesem Zeitpunkt in seinem Leben. Er schien immer seine Prioritäten zu haben, aber das gehörte nicht dazu. Er hätte sich nach seinem Schulabschluss niederlassen können, vielleicht jemanden kennenlernen und weit weg von den Unruhen in Großbritannien ziehen können. Aber er tat es nicht. Er trat stattdessen dem Orden des Phönix und dem Kampf gegen Lord Voldemort bei. Nicht einmal in seiner Freizeit zeigte er Interesse an der Liebe. Sein Fokus lag auf dem Schutz von James, Lily und Baby Harry und natürlich seinen Pflichten gegenüber dem Orden des Phönix. Es war eine ziemlich selbstlose Zeit in seinem Leben und seine Entscheidungen waren sehr bewundernswert, wenn auch traurig. Als der dunkle Lord schließlich von der Macht des Opferschutzes im Hause der Potters von Lily Potter besiegt wurde, kehrte Ruhe ein. Dort war keine anstrengende Zeit mehr, denn Lord Voldemort war schließlich weg. Dann hätte sich Sirius doch sicher danach die Zeit nehmen können, um frei zu leben und sich niederzulassen, jemand kennenzulernen und eventuell eine Familie zu gründen, oder? Tja, leider falsch gedacht. Sirius wurde stattdessen von einem seiner engsten Freunde verraten und in eine miese Falle gelockt. Peter Pettigrew verriet Sirius, indem er ihm den Verrat der Potters und einen Mord an mehreren Muggeln anhängte. Sirius Black wurde ohne Prozess nach Azkaban verbannt, da die Beweise anscheinend so eindeutig waren. Er sollte dort den Rest seines Lebens verbringen und dort verrotten. Er verbrachte 12 Jahre an diesem furchtbaren Ort, umgeben von den Dementoren, bis er schließlich entkam. Selbst dann war er auf der Flucht. Er verbrachte die meiste Zeit in Verstecken und konnte sich nicht wirklich in die Dating-Szene bewegen, um jemanden kennenzulernen.
Er hat es wirklich verdient, glücklich zu sein, wie jeder andere auch. Es schien einfach nie der richtige Zeitpunkt für ihn da zu sein. Ganz zu schweigen von den ganzen 12 Jahren seines Lebens, die ihm gestohlen wurden. Sirius Black ist meiner Meinung nach einer der unglücklichsten Figuren der Saga. Er hatte das schlechteste Blatt von allen. Sirius konnte zu keinem Zeitpunkt eine Pause einlegen. Ich habe fast das Gefühl, dass J.K. Rowling es genossen hat, sein Leben zu einem Elend zu machen. Harry Potter ist eine traurige Geschichte. Das waren ihre Worte. Gerade wenn man denkt, es kann nicht mehr schlimmer werden. Gerade als er endlich ein Leben haben konnte und ein freier Mann war, hatte er die Chance, sein Patenkind in seinem Leben zu haben und vielleicht endlich die Liebe zu finden, wird er vor den Augen seines Patenkindes von seiner eigenen Cousine Bellatrix Lestrange ermordet. Diese verschloss ihm zum Schluss dann die Tür komplett, jemals wahres Glück und die Liebe zu finden. Doch das kleine bisschen Leben, was Sirius Black hatte, war dem gewidmet, was er glaubte, was das Richtige war. Die Wahrheit ist, dass Sirius Black nie geheiratet hat, sich verabredet hat oder verliebt war, denn es gab einfach keinen Platz in seinem Leben zu den Zeitpunkten, wo er nicht tot oder eingesperrt war. Es gab nie den richtigen Zeitpunkt dafür. Dazu kam noch die Tatsache, dass er in den Momenten, wo er in der Schule war, die Traumata seiner Kindheit verarbeiten musste. Und auf eine traurige Art und Weise macht es für mich sogar irgendwie Sinn, denn nur sehr wenige Harry Potter Charaktere bekamen jemals ein Happy End. Und das war es auch wieder mit diesem Video und warum Sirius Black nie die wahre Liebe fand. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und wenn es das hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben und ein Abo freuen. Wenn du Fragen oder Anmerkungen hast oder auch neue Videothemen oder Ideen, dann schreib sie mir gerne in die Kommentare. Bis dahin, bis zum nächsten Mal bei Harry Potter Wissen.